Morgen, Jungs. Peace. Die Sonne knallt, die Mücken zwicken. Beste Zeit zum SEP zocken. Ja. Was denn sonst? Neue Version 074. Jawohl, so sieht's aus. Kannst du mich ein New Game machen? Ich gehe kurz den Changelog durch. Die größte Änderung? Das ist ein Map Creator, mit dem man jetzt seine eigenen Map Layouts designen kann. Ich frage mich nur gerade, wo ist der? Im SCP-Ordner, glaube ich. Ach, der ist ein einzelnes Programm. Na gut, dann. Ja. Spielen wir erstmal. Ja, genau. Und zwar soll der Navigator jetzt einfacher zu benutzen sein. Der zeigt jetzt die Richtung an, die man gerade blickt. Und der aktualisiert sich, glaube ich, auch sofort. Also zeigt auch, wenn man läuft und nicht nur, wenn man einen neuen Raum betreten hat. In Echtzeit. Ja, das bin ich mal gespannt. Dann wurde ein Texture-Bug behoben. SCP-173 soll jetzt wahrscheinlich nicht mehr direkt in unsere Nähe teleportiert werden, wie es manchmal passiert ist. Haben wir leidlich erfahren. Verbessertes SCP-096-Model mit verbesserter Animation. Da bin ich gespannt drauf. Und eine Änderung im Raum von SCP-079. Das ist dieser Computer. Kann man gespannt sein. So, wo kommt der Blutfleck her? Keine Ahnung. Gehen wir mal links. Oder vielleicht, ne? Ja, aber da musst du doch bestimmt hin. Wir kommen. Ich will jetzt da durchgehen. Ja. Oder wahrscheinlich jetzt, weil er jetzt dort in dem Raum gespawnt hat, ist der anderen nicht mehr. Also ich glaube, jetzt ist er noch nicht mehr in dieser Schleuse. Du hast recht. Verdammt. Was für Schüler wahnsinnig. Jetzt kommt er. Weil die Tür war offen. Kinder stellen mir das ein. Die Tür war offen. Ja. Ja, ist egal, mach was du willst. Ihr könnt ja schon mal in eure Kommentare schreiben, wie lange ihr glaubt, dass der Fred in dieser Runde überlebt. Schreibt jetzt. Und für jede Minute, die ihr daneben liegt, laden wir eine Woche lang kein Video mehr hoch. Ja, so machen wir das. Dann würden wir uns ins eigene Fleisch schneiden. Das wollen wir nicht, das wollt ihr nicht, also keine Angst. War doch nur Spaß. Spaß, ne? Spaß! Natürlich. Da kann man nicht machen. Wollt ihr keine Level 2 Keycard haben? Und da wollen wir auch erst wieder reingehen, wenn wir den Ring haben. Da links gibt es bestimmt eine Keycard. Das habe ich im Urin. Aber dahinter. Dahinter gibt es bestimmt eine Keycard. Ne, wir laufen immer geradeaus. Ich spüre, dass in dieser Richtung eine Keycard ist. Dann geh jetzt nach links. Dann immer geradeaus. Nein, jetzt nach links, dann kommt der Keycard. Wir schauen mal. Was sag's dir? Nein, Schott. Klar, wir nehmen. Da oben bestimmt auf der Brücke. Ich spring da gleich runter. Ich hab gerade die Orientierung verloren. Ich glaube, von da bist du gekommen. Ja? Nee. Oh, also geht geradeaus nicht mehr. Nein, nicht mehr. Welches weniger scheiße? Aber entlang der Brücke auf jeden Fall. Ja, mach was du willst. Das ist doch wurscht. Da ist er jetzt drin. Wow. Oh, ich kann das mal. Alter, macht jetzt von alleine die Tür auf? Oder liegt es daran, dass der dann in der Mitte an diesem Schalter steht? Du brauchst immer deinen kompletten Sprint. Ja, in dem Raum natürlich. Ich würde mal warten, bis deine Stamina ein bisschen reloaded hat. Jetzt kannst du weg. Das ist bestimmt 914. Nee. Kurz.
Maus. Maus-Bug. Hat ja einer geschrieben, dass er den auch hat. Sehen wir auch. Aber dass es bei ihm noch nie passiert ist, während er vor SCP 173 stand. Ja. Glück gehabt, würde ich mal sagen. Was nicht unbedingt heißen muss, dass es nicht passieren kann. Aber das wäre so ziemlich der unvorteilhafte Moment, glaube ich. Der Worst Case. Ja. Der GAU wäre das. Der GAU. Oder der DAU. Da gehe ich nicht rein. Der dümmste anzunehmende Unfall. Da geht's schon wieder in die nächste Zone. Du hast noch keine Keycard und keinen Navigator und alles. Du musst diesen Raum mit SCP-173 finden, wo die Keycard und der Navigator ist. Weil wir wollen ja wissen, wie der Navigator jetzt funktioniert. Jetzt habe ich kein Dokument. Kannst auch die Batterie schmeißen. Eigentlich schon, ne? Du brauchst du eigentlich nur, wenn du den Radio Transmitter hast. Weil wenn du den verifyen machst, dann funktioniert er ja nicht mehr. Jetzt bin ich am überlegen. Wo wir herkommen, ne? Da wollte ich nicht lang gehen, dann. Der kannst du eigentlich offen lassen. Ja, ist ja egal. Stimmt. Oh, was ist denn da los? Wird fuck die irgendwo rum. Hä? Moment. Ich glaube, von da kommst du her, oder? Da ist dann das Vieh, ne? Der Sackgasse. Ja. Kannst du offen lassen? Gasse? Da kommt es nur SCP-372 immer wieder, unser peripheres Sichtfeld. Das weiß ich jetzt eben nicht, ob ich da war. Ob ich von da kam. Ich bin am schwarzen Fleck, glaube ich, mal gelaufen. Ja, dann kam ich von hier. Also nicht dann hier, was aber, glaube ich, bedeutet, es ist ein Kreislauf. Wenn ich einmal von links, dann lauf im Kreis, das ist gut. Schauen wir mal in die Seitentüren und laufen nochmal gerade. Oh, Eieiei. Ah, yeah. K-Card. Take it. Hold it, love it. Da, oh, da ist schon wieder dieser Bug. Offen. Da ist offen, Mann. Ich glaube, schau mal, wenn du den Navigator hast. So, zu gucken, du hast du. Ja, Mann. Ich würde gerade rausgehen und gucken, ob dann SCP-914 kommt. Irgendwann. Da? Ne, da, wo du gerade eben warst. Wo bin ich hergekommen? Da, da. Da bin ich hergekommen. Gerade eben halt. Ne, also da ist jetzt SCP. Ja, da sollst du jetzt rangehen, ob da 914 ist, meine. Moment, das habe ich bisher ja auch noch nicht gesehen. Und das brauchen wir für den Navigator Ultimate und die Omnicard. Ja, da steckst du. Da ist der Anfang, oder? Da kommt diese Schleuse, wo, oder. Ne, dieser andere Raum, wo du nicht durch bist, ne? Ist der da? Am Anfang, wo du nicht durch bist, du bist ja durch die Straße dann gegangen, ne? Und da war am Anfang so ein Raum, da bist du nicht durch. Ich weiß nicht, ob es der ist, wir gehen einfach mal durch. Oder vielleicht komme ich dann auf der anderen Seite da raus. Ich glaube, da müssen wir jetzt wieder am Anfang rauskommen. Nein. Falscher Kopf. Es kann nicht wahr sein, schau mal. Geh halt weiter nach links, Mann. So, jetzt. Okay, ist nicht der Anfang. Was, wenn es jetzt geht, Bibi? Hast du nicht nachgeguckt? Und da kommen wir jetzt gerade eben her, ne? Yes. Glaub. Glaube ich auch. Ne, komm da. Wir müssen jetzt nach rechts und da anfangen. Weil das passiert auch immer so im ersten oder zweiten Raum, ne? Normal. Müssen wir mal gucken. War das der erste Raum? Fleck. Fleck waren wir aber schon. Mal schauen, was auf der Seite ist. Ja, jetzt geht halt mal in irgendeine Richtung, Mann. Wir brauchen hier einen strukturierten Weg. Ja, chill mal. Um nach vorne zu kommen. Wenn du in den Raum guckst und dann nicht mehr weißt, wo du herkommst, dann ist auch scheiße. Da
das klingt doch schon mal nicht schlecht. Der Ton kam von rechts. Okay. Falls es eine Rolle spielt. Das wäre von Vorteil für mich. Siehst du denn? Ja. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Ja, komm. Das hellseherische Trifft. Nein, ich hab den Ton rechts gehört. Mit zwei Keycards, ne? Gut. Ich hätte halt erstmal die Maske und alles reingeschmissen. Damit die Maschine schon mal warm laufen kann. Und dann hat der Keycard besser funktioniert. Ja, so wie wenn du Pfannkuchen machst. Hast du schon mal Pfannkuchen gemacht? In der Pfanne? Nein. Der erste Pfannkuchen, der wird immer scheiße. Und ab dem zweiten wird es dann gut. Und so ist es halt da auch. Guck, der muss erst warm laufen. Bei dieser Gasmaske und dem Navigator kann wahrscheinlich nichts schief gehen. Aber bei der Karte ist halt kritisch. Ich würde es ein bisschen weiter reinschmeißen. Ja. Sonst ist es wahrscheinlich ganz weg. Ist in der. Wie heißt die? Pocket Dimension. Stimmt. Yes. Glück gehabt. Jetzt schmeißt den ganzen anderen Schwanz da noch rein. Man würde diese Strange Bottle machen. Ja, und der wollen doch immer, dass wir den nehmen. In Zelle reinschmeißen kommt Origami, oder? Ja, mach ich jetzt auch. Das kann man mir auf eine Tür legen. Ja. Und die Mastercard kannst du auch auf die Tür schmeißen. So, am Ende kommt irgendwie. SCP 173. Ja. Weeping Angel. Ich weiß nicht, ob Weeping Angel einfach eine andere Bezeichnung für SCP 173 ist oder ob das irgendwas ist, was so ähnlich ist, weil. Ich habe ja in dem Forum was gelesen von den Konstellationen mit SCP 914, was man da alles machen kann. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wenn man SCP 173 da reinloggt. Wenn man es schafft, ja, erstmal. Dass da entweder Steine reinkommen, die jedes Mal, wenn man blind sitzt, sich anders ordnen, also bunte Steine. Und dann gibt es auch irgendwann den Weeping Angel, dessen Behavior identical to SCP 173 ist. So stand es geschrieben. Also da stand jetzt nicht, dass der Weeping Angel SCP 173 ist, aber dass sein Verhalten eben dasselbe ist. Da kam ich her. Soll ich jetzt mal da weitergehen? Ja. Zwischen mal immer, wo man. Schau mal, was da ist. Schau mal den Navigator jetzt an. Vor allem. Ich geh von dem Schalter weg. Ah, gut. Memory Access Violation. Schade, Leute. Schade. Das ist also der neue Navigator. Ja. Na gut, haben wir jetzt nicht herausgefunden. Vielleicht probieren wir es beim nächsten Mal nochmal. Da kann man nichts machen. Shit happens. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.